kommt alle nach dem Aufruf zu der Jagd von der Jagdhornbläser aus dem Baselbiet. Ich habe mich also aufklären lassen. Der eine hat gesagt, wir sind Ausländer, und dann habe ich gesagt, nein. Baselbiet und das Elsass und das Markgräflerland. Versteht aber nicht Alemannisch? Nicht, dann soll er es lehren. Genau so ist es. Ja. Wir sind uns also dann einig geworden, dass wir also eine sogenannte Südstaat gründen mit dem Elsass und mit dem Baselbiet und mit dem Markgräflerland. Und ich glaube, da wären viele mit einverstanden, heute noch. Euch vielen Dank für den Auftakt, da waren das letzte Jahr schon dabei. Ja, spielt wunderbar und es ist immer eine Freude, euch zu hören. Wie gesagt, von der Sonne in Augen, von der Familie Oberli, Familie Keller vom Rebstock in Sulzburg. Der Herr Keller stammt hier von Augen und ist auch ein gestandener Koch in der Zwischenzeit und ist selbstständig im Rebstock in Sulzburg. Und wir sind Verbilliger vom Hirsche. Familie Kalmer ist nicht alles Familie, aber das meiste ist Familie. Und das ist schön, wenn dann so viel zusammen ist, möchte ich die Getriebenen, die Treiber, die Gejagten und die Jäger und die Wilde und die Wilderer. Und dann, so, wenn ich so umschaue, gibt es noch Mamas und Muttis. Und dann ganz besonders natürlich, wenn ich auch noch schaue, gibt es auch noch Freunde dabei, die heute so oben da sind. Und das freut nicht nur mich, sondern alle, die hier mitkochen, enorm. Ich möchte im Winzerkeller danken, möchte der Ruthild Möser danken, der die Idee hatte vor 3 Jahren. Und vor allen Dingen mein Basler, der dann gesagt hat, also gut, versuchen wir es, machen wir es. Und der Erfolg gibt uns recht. Man hätte 3 Abende füllen können, aber wir bleiben bei 2 Abenden. Denn es soll ja noch ein wenig Exklusivität halten. Und alles andere wird dann zu viel. Auch, ich muss sagen, ein großes Kompliment jetzt im Voraus schon an die ganze Crew vom Winzerkeller. Denn wenn ihr nachher durchgeht und seht, wie die Kisten gestapelt haben, wie die umgeräumt haben, wie das dekoriert worden ist, ist einfach einmalig. Und das neben dem Betrieb her. Denn wir sind ja noch hoch und aufgebaut. Heute Mittag sind noch große Lastwagen da gewesen, wo wir fortgefahren haben. Das muss ja sein, denn von irgendwas muss ja der Winzer leben und der Winzerkeller und die Angestellten auch. Und was sie hier geschafft haben, ist wirklich enorm und da gilt bei uns 3 Betrieben diesen Leuten wirklich ein ganz, ganz großer Dank. Bei uns am ersten Ansitz eine Fasanenterrine mit Gänseleber, Nüsslisalat und Gwiedesauce. Als vorhin schon gesagt, Gänseleber ist ein wenig verpönt. Aber, liebe Leute, es ist die beste Leberwurst, die es gibt auf der Welt. Und warum sollen wir nicht die besten Materialien verwenden, die da sind? Und ich glaube, es ist eine gelungene Sache geworden. Der Wein zu diesem Gang hat der Philipp, der Kellermeister hier vom Haus, er ist da hinten, ausgesucht. Der wird dann auch noch ein paar Worte dazu sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt eine schöne Treibjagd durch den Keller. Wir werden uns noch ein paar Mal begegnen. Einen guten Appetit, einen schönen Abend und wieder heimkommen.